So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, da habe ich mal von Pfanner den großen Pfanner-Test gemacht mit allen 2 Liter Packungen Tetrapacks von dem Eistee. Dem voraus ging aber der Pfanner-Test von dem Mystery-Eistee, weil die machen ja überall jetzt Mystery. Diese Wotte-Panda und das ganze Zeug oder irgendwelche Durstlöscher in Mystery-Packungen, wo du nicht weißt, was es genau ist und sollst das erraten. Und auch Pfanner hatte da mitgemacht, hat einen Mystery-Eistee rausgebracht. Das war aber nur Teil 1. Jetzt habe ich gesehen, es gibt noch Teil 2 und es gibt auch noch Teil 3. Und die sehen auch wieder ein bisschen anders aus, sind ein bisschen anders aufgemacht von der Aufmachung her und wollen auch probiert werden. Ihr seht, hier steht Mystery Eistee Teil 2. Die Packung, also wenn ich es rumdrehe, sehe ich auf einmal hier hinten, es ist alles irgendwie sehr grünlich gehalten, grün und gelblich. Wenn ich den hier rumdrehe, habe ich alles aber irgendwie lila, lila-gelblich. Also das ist ja von den Farben her schon mal ein Unterschied. Das ist der Mystery Eistee Teil 3, Teil 2, Teil 3. Kann man jetzt von der Packung her schließen, was das sein soll? Und wir haben ja schon bei Teil 1 gesagt, ja, wenn man auf die Packung genau guckt und sich die Bilder anschaut, sieht man doch schon, was alles drin ist. Ich kann hier nichts erkennen, weil ich sehe irgendwelches Geschnörgel, ich sehe irgendwelche Meteoriten, ich sehe irgendwelche, weiß ich nicht, Zuckerwürfel, die da rumfliegen. Ich sehe ein Männchen mit... Ja, das kann alles sein. Das könnten Zitronenscheiben sein an der Hand, das könnten Apfelstückchen sein an der Hand. Dann hast du hier unten eins, das macht Wuhu. Und ansonsten ist das alles irgendwie abgefahren und galaktisch und spacig. Und hinten steht ja auch immer nur das Gleiche drauf. Teegetränk mit Meerfruchtgeschmack. Welche Früchte das aber sind, das weißt du nicht. Direkt aufgebrüht aus Holunderblüten und weißem Tee. So, nach 3 Tagen aufbrauchen, kein Problem, die trinke ich beide heute leer. Fürs Thumbnail müssen wir die erstmal reinhalten, dass ihr das seht. Das ist das Thumbnail, das können wir so machen. Und wir wollen jetzt mal den Teil 2 probieren. Das ist wie gesagt Mystery Edition. Sauer, süß, fruchtig, frisch. In diesem Eistee steckt viel drin, das du rausschmecken kannst. Das steht bei dem so nicht drauf. Hier steht, wie schmeckt eigentlich sein Mysterium? Wir können sagen, damn tasty. Wonach unsere Mystery Edition genau schmeckt, musst du rausfinden. Also nimm einen Sip und rate mit. Es liegt dir auf der Zunge, aber du kommst nicht drauf, nicht sauer werden. Check einfach das Wimmelbild nach Hinweisen. Mystery solved, zack. Das ist das Wimmelbild. Na gut, dann würde ich jetzt trotzdem mal sagen, dass da Apfel drin ist und irgendwie so... Zitrone, Minze. Wir machen uns jetzt einfach mal auf. Taste the secret. The secret. Nimm den Sip und rate mit. Ja, komisches Tier hinten drauf. Den Deckel, den machen wir auch wieder ab. Schenken auch mal ein. Sollen wir mal sehen, wie der aussieht. Jetzt müssen wir uns da langsam rantasten. Sieht aus wie Apfelsaft, oder? Ich bin jetzt auf Apfel hängen geblieben. Hat irgendwie was leicht Minziges, aber Säuerlicheres. Es könnte Zitronengras sein. Ich weiß nicht mal, wie Zitronengras aussieht. Ich sehe auch hier nichts, aber vielleicht kommen daher auch die Zitronenstückchen, die keine sind, weil es Apfelstückchen sind, aber doch Zitrone ist. Schmeckt für mich nach einem Meerfruchttee, schmeckt für mich trotzdem eher nach einem, naja, kräuterlichen Tee mit irgendwas drin. Lass mal den erstmal stehen, gucken wir uns erstmal den anderen an, weil hier habt ihr ja auch, hier habt ihr wieder so ein Männchen, das hüpft in so einen Kringel rein. Aha, ein Männchen, was in den Kringel hüpft und hier ein Männchen, was tanzt. Aber hier seht ihr schön diese Stückchen, diese Fruchtstückchen, die da rumfliegen, die ihr hier so nicht seht. Und wenn ich hier gucke, sehe ich nur eine Leiter und einen Swimmingpool und Zuckerstückchen. Ich weiß nicht, hier erkenne ich gar nichts, außer ganz am Rand hier unten so Beeren. Blaubeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Beerbeeren. Was ist das? Spiel einfach mal Sherlock und erschmecke die letzte geheime Zutat, aber no worries, wenn du noch im Dunkeln tappst. Wir haben auf der Verpackung ein paar sweete Hints versteckt. So wahrscheinlich. Ist das jetzt immer derselbe? Finde ich total doof. Ist das derselbe Geschmack, aber aufgeteilt auf 3 verschiedene Designs und jedes Design sollte eine andere Frucht in den Vordergrund lenken? Da würde ich trotzdem beim zweiten sagen, irgendwie so Zitronengras. Das sind Zitronenstückchen. Dann muss der hier aber irgendwas Bäriges sein. Also wir machen den mal auf. Wenn der jetzt genauso schmeckt, hier steht nicht Wuhu, hier steht Yeah drauf, dann heißt das, die haben gar nicht 3 verschiedene Mystery-Tees. Die haben nur eine Mystery-Sorte und haben 3 verschiedene Packungen dafür, dass die 3 verschiedenen Packungen dir sagen sollen, was das ist. Aber wieso macht man so kompliziert? Da kaufst du 3 Kartons und säufst immer dasselbe und dann, wenn du es hast, dann hast du es und dann war's das. Du kriegst ja nichts dafür, oder? Guck bei uns mal an. Wow, schmeckt nach Zitronengras irgendwie. Irgendwie leicht säuerlich, ja. Wenn ich mir jetzt einbilde, dass da Beeren drauf sind, dann sage ich, es schmeckt ein bisschen beerig. Ansonsten glaube ich wirklich, dass es beides dasselbe Geschmack ist und die Packungen nur dazu da sind, dass du die Komponenten errätst, was da jetzt genau drin ist. Wir können ja direkt mal aus der Packung trinken. Gut, da haben sie mich wieder schön hin das Licht geführt. Ich dachte, es gibt 3 verschiedene Sorten, die man erraten kann. Teil 1, Teil 2, Teil 3, aber das wird alles eins sein und die Teile sind dann nur dazu da, dass du die einzelnen Sachen errätst, die da drin sind. Jede Verpackung hat also ein anderes Bild, was Aufschluss geben soll über eine weitere Zutat. Dann schenken wir jetzt nochmal insgesamt ein und würden sagen, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr den Mystery-Eistee von Pfanner schon mal probiert? Welche Edition hattet ihr? Teil 1, 2 oder 3? Was erkennt ihr darauf? Was habt ihr so für Früchte bei euch am Start? Wer weiß, wo man das auflösen kann? Das würde mich ja mal interessieren, dass man nicht immer nur blöd redet, sondern einfach wirklich mal guckt. Für mich hat es, ich weiß die erste Verpackung jetzt nicht mehr, ich sehe da trotzdem Apfelstückchen, aber ich schmecke eigentlich keinen Apfelgeschmack raus. Ansonsten merke ich was Zitroniges, irgendwas Grasartiges, wie wenn du hier so Holunderblüte auch hast, würde ich auch jetzt nicht rauserkennen, aber ist so Zeugs, was sie meistens hier irgendwo reinmachen. Ach nee, warte mal. Da steht da drauf, aus Holunderblüten, da kommt das also her, also ich habe absolut keine Ahnung. Ansonsten war es das von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Das Glas ist beschlagen, das Glas ist leer, das Glas ist kalt und mir ist schlecht. Ciao.